Es muss doch einen Weg geben, das Glas loszuwerden. Bringt es nicht Pech, wenn man Glas zerbricht? Nein, nur bei Spiegeln. Spiegel sind doch auch aus Glas. Dieser Sonardisruptor wird das Glas zerstören. Aber ich habe das Glas gerade erst poliert, Sir.
Die Rakete hat keinen Treibstoff mehr. Was? Aber wie sollen wir denn damit zur Tankstelle kommen? Robin, wir haben Treibstoff. Wir müssen ihn nur an die Rakete docken. Oh, wusste ich doch. Fast fertig. Jetzt müssen wir nur noch die Spitze befestigen. Aber wie sollen wir denn da oben hinkommen? Ich kann es mit dem Jetpack versuchen. Mein Raumanzug sollte hier irgendwo sein.
drin ist, ist zu dunkel. Ich kann nichts erkennen. Kein Problem. Im Gegensatz zu dir bin ich nicht nur im übertragenen Sinn eine Leuchte. Das Teil ist ziemlich cool. Also, was soll ich nochmal tun? Such mit dem Rover nach meinem Raumanzug. Das ist ja schräg. Warum sollte dein Raumanzug hier drin sein? Es war kein Platz mehr im Schrank, okay? Wozu brauchst du den Anzug? Ich dachte, Batman kann im All atmen. Was? Vergiss es. Ich benutze den Jetpack. Kein Saft mehr. Den muss ich erst aufladen, bevor ich wieder fliegen kann. Oh, ich!
Ich weiß es, ich weiß es! Immerhin kann ich mit dem Laser ein Muster in diese goldene Platte schneiden. Ich habe den Laser, also entscheide ich, welche Form ausgeschnitten wird. Wir brauchen den Sicherheitscode. Wir müssen den Batcomputer übersteuern.
Okay, wir haben es geschafft. Seien Sie bitte vorsichtig, Sir. Keine Sorge, Alfred. Das sind wir. Und wir bringen dir ein paar schöne Kometen mit, die du polieren kannst. Juhu. Läuft wie geschmiert. Und wir starten. Green Lantern des Sektors 2814. Ich kann die Eindringlinge aufhalten, bis Hilfe da ist. Du musst das fremde Objekt untersuchen. Finde so viel heraus wie möglich und komm dann zurück. Bitte, sag Hell zu mir. Hallo, Martian Manhunter. Ergebt euch. Okay, aber zuerst einmal wollen wir uns alle vorstellen. Das ist Firefly. Er ist hier, weil wir wissen, wie sehr du ein schönes Feuerchen zu schätzen weißt. Aber Feuer ist doch meine einzige Schwäche. Oh. Es würde helfen, wenn du mit den Spielchen aufhörst und mir hilfst, die Kontrolle über den Computer zu erlangen. Aber ich mag Spiele! Hier! Zugang gewährt. Dir stehen alle Haare zu Berge, womit ich wohl deine Augenbrauen meine. Achtung, Achtung! Flugobjekt nähert sich. Erste Stufe abgeworfen. Solarantriebsfelder ausfahren. Es muss ganz schön aufwendig sein, jedes seiner Gefährte wie eine Fledermaus aussehen zu lassen. Joker, halt ihn auf, bevor er hier ist. Ich mache ihn auf die klassische Art fertig. Systeme des Wachturms wurden gehackt? Das ist sowas von unhöflich! Vorsicht, Robin. Ausweichmanöver. Test! 1, 2, 1, 2. Kannst du mich hören, Flattermann? Großartig. Unser eigenes Bordradio. Ich mag eure kleinen Raumschiffchen. Lasst uns ein bisschen spielen. Dranbleiben, Robin. Pass auf den feindlichen Beschuss auf. Die alten sind immer noch die Besten. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Die
diese Angriffe oder die nervigen Sprüche vom Joker? Kriegt er nur diese gigantischen Weltraumspielzeuge her? Robin, wir müssen seinen Schwachpunkt finden.
Ich muss wohl eine meiner Bonus-Superbomben einsetzen. Die da schaffe ich. Nein, Robin. Ich habe keine Lust mehr, beschossen zu werden. Mach's gut, grün-roter Tollpatsch. Danke. Hast du noch andere Tricks drauf? Nein. Du hast dir aber Zeit gelassen. Sorry, der Kellner hat so mit der Rechnung getrödelt. Ich schaffe Robin in den Jet. Schau, ob du einen Weg hineinfindest. Wir brauchen ein größeres Flugzeug. Hey Batman, was soll das Ganze mit dem Joker und seiner Spielzeugarmee? Keine Ahnung, Cyborg. Aber wir müssen schnell hin. Hier draußen regnet es Raketen. Keine Sorge, ich kenne eine Abkürzung. Wir müssen daran vorbei. Hat jemand zufällig einen Magneten? Ich könnte vielleicht meinen Anzug upgraden, wenn wir uns umsehen.